Mit einem bunten und vielseitigen Programm für die ganze Familie lockte das Bernburger Schlossbergfest am vergangenen Wochenende wieder zahlreiche Besucher in den Hof des Schlosses. Die Bernburger Musikschule gestaltete als Mitorganisator dieses Festes hierzu mit Hilfe der Tanzschule die Eröffnungsfeier am Samstag. Mit einstudierten Tänzen, Gesängen und einer Mädchenband bewiesen die jungen Nachwuchskünstler ihr Talent auf der Bühne. Das Schlossbergfest hat eine lange Tradition, es ist schon das 13. Jahr. Angedockt an Schlossbergfest ist ja auch die Bassgeigengala, die mittlerweile schon eine 20-jährige Tradition hat. Ausgegangen von Dessau, 5-mal wohl in Dessau und 15-mal in Bernburg. Und diesjährig ist die Bassgeigengala eine Veranstaltung in Bernburg, heute 17 Uhr und morgen dann auch in Dessau. Über das ganze Wochenende bot das Bernburger Schlossbergfest eine bunte Abwechslung an Programmhöhepunkten. Dabei spielte sich das Geschehen aber nicht nur im Hof des Schlosses ab. Verschiedenste Kulturstätten der Stadt beteiligten sich an dem Fest. So konnte man beispielsweise das internationale Bassgeigenorchester mit mehr als 20 Kontrabässen in der Schlosskirche St. Egidien bewundern. Oder bei strahlendem Sonnenschein eine Runde über den antiken Flohmarkt in der Schlossstraße drehen. Das ist ein pralles Paket an Programmen. Ja, der Veranstalter ist ja die Stadtverwaltung, unser Kulturamt, aber hat natürlich eine Riesenanzahl von Partnern, Freizeit GmbH, Theater GmbH, Kulturstiftung, Musikschule bis hin zur Schlosskirche St. Egidien. Und sämtliche Räumlichkeiten, kulturellen Räumlichkeiten werden geöffnet, werden Führungen angeboten und eine Vielzahl von Programmen wird angeboten, Theater, Kabarett, was Sie sich denken. Für Musik- und Kulturbegeisterte und die, die es einmal werden wollen, war das 13. Bernburger Schlossbergfest wieder einmal genau das Richtige. Die gute Resonanz der Besucher lässt vermuten, dass eine Wiederholung im nächsten Jahr gesichert ist.